Oh, hallo Leute und herzlich willkommen. Oh. Hier auf dem anderen Bildschirm poppt gerade was auf. Ha, er hat poppen gesagt. Herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Und die Folge muss ich jetzt auch gleich raushauen. Ich bin schon wieder ein bisschen im Verzug. Ist aber alles nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich ein bisschen was nachgucken hier, ne? Und du bist wirklich Bosos Opa? Das frage ich mich schon seit Jahren. Aber mein Arzt weigert sich, einen Großvaterschaftstest durchzuführen. Ein Großvaterschaftstest, ah ja. Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Der Typ, Alter. Okay, wir haben ja eigentlich alles abgefrühstückt. Wir haben im Inventar eine ärztliche Überweisung, ein Babyfon. Huhu, bitte kommen. Nichts. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Okay. Ärztliche Überweisung, Brief. Gut, wir gehen erstmal. Weil hier ist doch letztes Mal was runtergefallen, ne? Ast. Fangezeichen. Spalte. Goal. Das ist. Bitte was? Ein Schnuller? Ja, fühlt sich zumindest wie ein Schnuller an. So glitschig und schnulleresk. Schnulleresk. Ja, haben wir den jetzt, oder? Nimm den nochmal mit. Ja, ist ein Schnuller. Okay. Goal? So, das sollte sie vorerst zum Schweigen bringen. Wie die Augen einfach mal so riesig werden. Gibst du jetzt endlich Ruhe? Gut so. Oh, oh. Ist es vielleicht gar nicht Goal? Endlich ist sie... Okay. Na dann. Können wir jetzt irgendwas machen hier? Moment. Na dann. Ha. Vielleicht hier in die Spalte? Na dann. Fühlt sich so an, als ging es dahinter noch weiter. Ich spüre einen Luft und die Luft ist warm. Na dann. Fühlt sich. Ich spüre und die Luft ist. Okay, und hier haben wir jetzt einen Ast. Wir haben das Gestrüpp. Ich probiere gerade noch mal ein bisschen was. So. Das Gestrüpp. Gibst du jetzt endlich. Gut so. Hey, na klar. So kann ich Feuer machen. Jubilate! Gibt es überhaupt etwas, das ich nicht in Brand gesteckt bekomme? Sag doch mal selbst, Goal. Goal? Oh, oh. Oh. Zum Totlachen. Nur damit du im Bilde bist. Das war alles geplant. Und überhaupt. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen diese Dingensäure finden, um dich wieder zu einem echten Menschen zu machen. Okay, wir haben jetzt hier... Goalie haben wir jetzt hier, okay. Wenn du wieder groß bist, werde ich dich nie wieder töten, drei teilen oder in einen Säugling verwandeln. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Gutzi, gutzi, go. Ach, Goal, du verzeihst mir alles. Das mag ich so an dir. Och, ist die süß. Sie lebt. Das ist die Hauptsache. Ja, hast du aber recht, ne? Was ist das denn? Drehkreuz. Ach ja. Eine Sache noch. Bevor ich dort in der Finsternis für etwas Erleuchtung sorge, stell dich immer zwischen mich und die menschenfressenden Monster. Wir wollen ja nicht, dass mir was passiert. Hat er recht. Ich staune immer wieder, wie dämlich diese Organons sind. Und jetzt, nach dem einmaligen Erfolg von Schau mich an, ist es uns eine Freude, die erste exklusive Hörprobe seiner neuen Single präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich mit uns auf Cowboy Dodo mit Schau dich um. Oh Gott, jetzt auch noch die B-Seite. Boah, ey, du glotzt
dir immer noch, schlimmer noch. Du kommst ja nicht mehr runter wie eine Zeitung aus dem Sommerloch. Reg dich ab, leg dich ab, schnapp nicht über. Du weißt doch selber, wer nicht nachgibt, wird nicht klüger. Also guck mal doof, reicht schon, das ist hier eine Live-Show. Sei es drum, du weißt schon, ich bin hier der Maestro. Hab ich Soße an der Fratze, krieg ich da eine Glatze? Läuft nicht was auf YouTube, irgendwas mit Katze? Du schaust mich an, als gäb's grad nichts anderes in der Glotze. Ich kann's nicht einmal übel nehmen, weil ich genauso kotze, wenn ich überall nur Schrott seh. Glaube mir, das tue ich, denn wir wohnen ja auf Deponia, da ist halt nicht so blumig. Überall im Übel ist auch irgendwo Elysium. Da stehst du falsch rum und schau dich um. Was ist dein Problem? Gibt's hier irgendwas zu sehen? Ey, was glotzt du denn so dumm? Schau dich um. Hast du Scheuklappen, Schleudertrauma, Schiss oder Rheuma? Bist du taub, bist du stumm? Mann, schau dich um. Hör auf, Cowboy-Dodo, 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 schau dich um. Ey, Cowboy-Dodo, dip dap du bup du bip bip bip, schau dich um. Hör auf den Cowboy-Baby. Da hat er gar nicht so unrecht. Man sollte sich wirklich viel mehr umschauen im Leben. Sonst verpasst man doch die ganzen Eindringlinge. Alarm! Kacke, Mann. Scheiße. Oh. Hallo. Es ist ja entsetzlicher als befürchtet. Bist du mein Papa? Oh Gott, das will ich nicht hoffen. Und wenn doch, dann schlägst du eher nach deiner Mutter. Ich bin Rufus. Entschuldigen Sie bitte die mangelnde Zurückhaltung meiner Schwester. Sie freut sich nur, dass wir endlich einen Erwachsenen gefunden haben. Ich bin Rusty. Das da ist Gretchen und unser kleiner Bruder heißt Hansel. Ein Strohhalm namens Hansel? Eure Eltern waren echte Sadisten, hä? Zumindest haben sie uns hier in der Kanalisation ausgesetzt. Wir irren schon eine ganze Weile alleine durch die Dunkelheit. Können Sie uns vielleicht helfen? Können kann ich schon, aber wollen tue ich nicht. Verzieht euch! Aber das ist nicht die angemessene Reaktion. Als Erwachsener haben Sie die Verantwortung, armen Kindern in Not zu helfen. Mag sein, aber ich hab ja schon einen Rotzbalg an der Hacke. Ich kann mich doch nicht zerreißen. Ihr helft euch mal schön selbst. Husch! Sitzt! Platz! Na, hören Sie mal! Wir sind doch keine Hunde! Das kann man wohl sagen. Hunde sind intelligent und verstehen einfache Kommandos. Sitzt! Na, hören Sie, wir sind doch... Das kann man... Hunde sind... Okay. Sitzt! Na, hören Sie, wir sind doch... Das kann man wohl... Hunde sind... Na, da hab ich mir was... Kommen die mit, oder... Ja, kommen sie. Um Gottes Willen. Oh Gott, wo sind wir denn hier gelandet? Hey, wenn ich euch nicht helfe, müsst ihr mir auch nicht hinterher dackeln. Ich befinde mich auf einem gefährlichen Abenteuer. Aber wir brauchen doch ihre Hilfe. Und ich sage euch, das ist nichts für Kinder. Ihr könntet in ein Plasmagefecht geraten. Oder gleich von dieser Hexe da drüben aufgefressen werden. Also wenn ihr mich fragt, sieht die ganz schön hungrig aus. Na also... Ich verbitte mir solche Unterstellungen. Ich esse doch keine Kinder. Ach nicht? Ja, was treiben Sie denn dann hier? Ich sammle alte Flaschen und verkaufe sie dem Sewers Inn. Hier unten gibt es einen Pub? Na wunderbar. Ich könnte durchaus... Augenblick mal. Ihnen ist nicht zufällig ein Behälter mit einer grünen Flüssigkeit untergekommen? Doch. Und ich habe die 5 Slotty dafür bekommen. Großartig. Siehst du, Goal? Ich hab doch gesagt, ich rette dich. Aber... Warte mal, wer hat denn das jetzt? Oh. Aufgegriffen. Noch ein? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Okay. Das war doch aber nicht das letzte Mal hier. Moment mal. Cletus? Ach nee, du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Oh bitte, sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut. Da beherrscht einer seine Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt.
Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir hier rauskommen. Gib dir keine Mühe, ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Genau. Beobachte mich und lerne. Offensichtlich Rufus. Und? Wo bleibt... Entspannt, ich werde uns... Sein Kostüm ist nicht übel. Fast wäre ich selber drauf reingefallen. Offensichtlich Rufus. Teppich in der Gefängniszelle? Man kann es mit dem Shishi ja auch übertreiben. Hat er recht. Okay, mehr gibt es hier auch nicht, was wir momentan machen können. Also gehen wir erstmal zurück. Zu Bosos Bett? Nee. Wir waren auch noch nicht hier unten, ne? Da wollen wir ja auch nochmal gucken. Ah, hier gibt es aber auch so viel zu entdecken. Oh Gott. Wir müssen da runter, gerade mal. Oh Gott. Das ist eine riesige Welt. Ich sehe... Oh Gott. Gulli. Wer ist sie denn eigentlich? Oder wer ist es denn? Oh Gott. Keiner da. Nein? Ich sah da jetzt mehrere Leute. Okay. Teigtaschenfrau. Ihr seid euch sicher, dass es eine Frau ist, ja? Sie sieht selber aus wie eine große XXL-Teigtasche mit Hackcreme-Füllung. Köstlich. Du bist ein ganz schöner Arsch, Rufus. Hallo. Oh Gott. War das alles? Einfach nur Hallo? Was willst du hören, ha? Willkommen im Teigtaschenparadies? Ist das Schild vielleicht zu dezent? Geht noch. Okay. Was verkaufst du hier? Das hier ist ein Modegeschäft. Ich verkaufe Herrenanzüge und farblich dazu abgestimmte Designerhüte. Für mich sieht es eher wie ein Teigtaschenstand aus. Wow. Gut kombiniert, Inspektor Müllweste. Warum fragst du überhaupt, wo du doch offenbar einen Lügendetektor verschluckt hast, ha? Gibt's irgendwelche Sonderangebote? Ich habe hier Teigtaschen für 1,25 Slotty. Wenn dir das nicht besonders genug ist, solltest du irgendwo hingehen, wo sie blinkende Schilder haben, auf denen Sonderangebot steht. Aber rechne damit, dass die Teigtaschen dort teurer sind. Weil Schilder nämlich nicht umsonst anfangen zu blinken. 4 Teigtaschen bitte. Sorry, meine Aushilfe hat gekündigt. Du hattest eine Aushilfe? Ja. Keine Ahnung, wie er die Fußfessel aufbekommen hat. Warum machst du die Teigtaschen nicht einfach selber? Ich hatte eine Operation. Der Doktor sagte, ich darf mich nicht zu viel bewegen. Verflucht sei mein großes Herz. Wieso? Hast du eine Niere gespendet? Nein. Hör doch zu. Ich sagte, mein Herz ist zu groß. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Ist hier ein Baby vorbeigekommen? Ich weiß nichts von irgendwelchen verschwundenen Babys. Und niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Ach komm schon. Es müsste gerade erst hier vorbeigekommen sein. Ach so? Dann weiß ich es tatsächlich nicht. Okay. Ich muss mich gerade hier mal ein bisschen